Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Fabi und heute geht es um die Top 5 Bücher, die du 2020 unbedingt lesen musst. Hier liegen sie, schon richtig gesehen. Es sind nur 4, weil das fünfte, was ich empfehle, das habe ich als Hörbuch nur gehört, deswegen... Habe ich es vielleicht trotzdem irgendwo rumliegen? Nee, habe kein Hardcover davon oder kein Buch davon. Deswegen fangen wir mal oben an. Das erste, was ich empfehle, ist Deal von Jack Nasher. Ist ein Buch, da geht es um Verhandlungstechniken, Verhandlungstaktiken, wie man auf jeden Fall den Deal bekommt. Weil gerade im Immobiliengeschäft gibt es oft Verkäufe, wo dann der Verkäufer sagt, oder potenzielle Verkäufe, wo dann der Verkäufer sagt, ach du, es war wohl doch nicht der richtige Zeitpunkt, dann behalte ich den Deal einfach mal, ja, und verkaufe ihn irgendwann in 10 Jahren oder nie. Und dementsprechend gilt es natürlich richtig zu argumentieren. Und das ist nicht so die Haut-drauf-Taktik, wie alle denken immer, aber da steht drin, wie es geht. Also ganz soft immer schön anfangen und verschiedene Sachen, wie man zwei Parteien zusammenbringt, stehen alle hier drin. Dementsprechend sehr wichtiges Buch im Immobiliengeschäft. Wie mache ich denn eigentlich einen Deal überhaupt und wie mache ich einen guten Deal? Und was ist das? Da liegt sogar noch ein Lesezeichen drin. Ja, und deswegen empfehle ich Jack Nasher Deal. Das zweite Buch, das ich empfehle, ist ebenfalls ein Buch, welches auf zwischenmenschliche Kommunikation ausgelegt ist. Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden. Ja? Und hier stehen ganz, ganz viele wertvolle Tipps drin. Bei diesem Buch habe ich Folgendes gemacht. Ich habe es gelesen, einmal intensiv. Ja? Also wirklich jedes Wort. Es gibt ja so Gurus, die sagen, man muss ein Buch am Tag lesen und so. Ja? Und zwar geht es so, indem man es einmal intensiv liest, so wie ich es gemacht habe. Und dann zum Beispiel Markierungen reinpackt, ja. Hier ist es zum Beispiel was markiert. Wenn wir aufrichtig anerkennen und großzügig loben, wie Schwab sagte, werden die Menschen unsere Worte bewahren und sich eine Ewigkeit daran erinnern. Noch Jahre, nachdem wir sie längst vergessen haben. Regel 2, geben Sie ehrliche und aufrichtige Anerkennung. Und solche Sachen stehen da halt drin, also ganz, ganz, ganz viele Tipps und Tricks. Und ich habe mir immer mal wieder etwas markiert, hier zum Beispiel Regel 2, lächeln Sie. Und dementsprechend, wenn ich es nochmal lese, lese ich nur die Markierung durch. Also ich gehe Seite für Seite durch, schaue die Markierungen an. Wenn was markiert ist, dann Abschnitt zum Beispiel, lese ich mir den Abschnitt durch. Wenn irgendwelche Regeln markiert sind oder Wörter, lese ich mir die Wörter durch. Dementsprechend liest man so ein Buch am Tag, wenn man das mit mehreren gemacht hat. Sucht man sich einen engeren Kreis von Büchern raus, wiederholt das immer wieder, weil natürlich man vergisst das ein oder andere. Machen wir mit dem Hörbuch weiter. Hallo? Ja, Hörbuch. Habe ich bei Audible gehört. Und zwar 0 to 1 von Peter Thiel. From Peter Thiel, wollte ich schon sagen. Und da geht es echt richtig, richtig ans Eingemachte. Also wie so ein richtig krasses Raumschiffunternehmen gemacht wird. Also es gibt ganz viele verschiedene Buchtypen. Es gibt so zwischenmenschliche Bücher hier, es gibt Erfolgsbücher, es gibt Biografien und Biografien, das, da würde ich schon 0 to 1 fast dazu ein bisschen zählen, weil das wirklich eine reale Erfolgsgeschichte dahinter steht, hinter dem Buch. Und das ist immer ganz wichtig, wenn man eine Geschichte liest, ein Buch liest, dass die Person dahinter nicht einfach nur sich selber verkaufen will, weil es gibt viele, viele Bücher, da ist jemand, der sagt, so die Methode, das ist das neue Geheimnis, ja. Aber ob das wirklich so ist oder nicht, keine Ahnung, das weiß er selber wahrscheinlich gar nicht. Er will einfach sein Buch verkaufen, Seminare verkaufen, lauter so ein Quatsch. Dementsprechend immer gucken, wer hat das Buch geschrieben, und bei 0 to 1 ist es auf jeden Fall safe, dass du da gute Tipps und reale Beispiele auch an die Hand bekommst. Das ist wirklich manchmal echt realitätsfern, was man mitgeteilt bekommt und in den Büchern liest, und es ist nicht so einfach, wie da drin steht. Deswegen 0 to 1 ist ein wirklich, wirklich gutes Buch. Einer der Mitgründer von PayPal war das damals. Das waren zum Beispiel 2 Firmen, PayPal und X.com. Die waren auf den Tod verfeindet.
Kurz vor dem Dotcom-Crash haben sie sich zusammengeschlossen und wurden erfolgreich. Viele andere Firmen sind daran zugrunde gegangen. Hätten sie sich damals nicht zusammengeschlossen, wären sie wahrscheinlich auch zugrunde gegangen. Aber die waren schlau genug, haben es gecheckt und man sieht, was heute dabei rausgekommen ist. Also was richtig, richtig Krasses. Elon Musk zum Beispiel war auch ein Glied in der Kette damals. Nächste Buch von meinem Freund Dr. Rainer Zietelmann. Setze dir größere Ziele, die Geheimnisse erfolgreicher Persönlichkeiten. Ein Buch, das auf jeden Fall wirklich dazu hilft, erfolgreich zu werden. Weil, wenn man sich große Ziele setzt, dann denkt man in ganz anderen Dimensionen und das ist extrem wichtig. Hier ist auch ein Zettel drin, mal gucken, wo ich den gezettelt habe. Das Zielnavigationssystem scheint ein Kapitel gewesen zu sein, das mich sehr interessiert hat. Werde ich auch gleich dann im Anschluss nochmal lesen. Ja. Und er hat mal zum Beispiel zu mir gesagt, mal angenommen, sie nehmen sich das Ziel, 1 Million Euro auf dem Konto zu haben. Und am Ende kommen 200.000 oder 300.000 raus. Ja, es ist halt nur ein bisschen was. Ne? Aber wenn sie sich das Ziel nehmen, 100 Millionen aufs Konto zu erwirtschaften, es kommen 20 oder 30 Millionen raus, hey, what up, ist doch geil, oder? Dementsprechend, setze größere Ziele, prozentual ist die Erreichung nämlich relativ ähnlich. Und umso größer das Ziel war, desto größer natürlich auch der Erfolg, auch wenn man es nicht ganz erreicht. Hier eine meiner Lieblingsbiografien, Shoe Dog von Phil Knight. Und das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Buch. Ich liebe Biografien von erfolgreichen Unternehmensgeschichten. Und da würde ich eh alle empfehlen, von den ganz, ganz großen Firmen zu lesen. Google, Facebook, Amazon, was gibt's denn noch alles? Arnold Schwarzenegger. Was steht noch da hinten? Also es gibt viele, viele Biografien, die echt gut sind. Aber ich will jetzt halt, wie gesagt, nur 5 Bücher empfehlen, weil 5 Bücher kann man jetzt locker sich mal kurz bestellen und alle durchlesen, wenn du sie noch nicht gelesen hast. Shoe Dog von Phil Knight. Wirklich krasses Buch. Wirklich krass. Also das zeigt wirklich die realen Geschichten. Im Jahr 1978, ja, sind wir da am Ende irgendwann. Und 62 haben die gegründet. Und 12 Jahre, nachdem sie gegründet haben, 12 Jahre danach, kurz vor der Insolvenz, nach 12 Jahren. Und überleg mal, Nike heute, wenn das jemand erzählt, dass die mal fast insolvent waren, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. 78 sind sie dann so Richtung Börse gegangen, weil es keinen anderen Ausweg mehr gab. Es gab immer Liquiditätsengpässe, immer hat es geklemmt überall und sie haben es geschafft, das Problem zu lösen, aber die Hürden sind extrem hoch, wirklich extrem hoch und das will einfach niemand wissen und hinterher, ah ja klar, das war ja einfach und so sagen sie dann immer, ja. Aber hier, wenn man das intensiv und wirklich aufmerksam liest, dann sieht man ins Detail, worauf es wirklich ankommt im Unternehmertum und im Leben. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Irgendwann kommt man ans Ziel, wenn man nicht aufgibt und vorher abbricht. Auch, da sind Hürden teilweise drin gewesen, da denkst du, oh, leck mich am den auf die Fresse geschlagen. Aber er hat immer weitergemacht, hat die Hürde überstanden und ist ins nächste Level gekommen. Und dementsprechend ist Nike jetzt eines der größten Sportmarkenunternehmen oder vielleicht sogar das größte der Welt. Und all das basierend auf so einer Basis, die es echt hätte 20 Mal kippen können. Er hat es nicht kippen lassen, hat durchgezogen, hat auch Konsequenzen gemacht, teilweise die für ihn scheiße waren. Er hat nach ein paar Jahren, musste er sich wieder anstellen lassen zum Beispiel, um privat genug Einnahmen zu generieren für seinen Lebensstil, dass er überhaupt überleben kann. Er hat eine Frau, ein Kind gehabt, muss Einnahmen generieren. Die Firma konnte das nicht nehmen, weil er es gebraucht hat für weitere Investments. Und sein Gehalt, das er sich privat noch gemacht hat, hat er zusätzlich noch, also von einem Drittarbeitgeber, dass sich das Gehalt gezogen hat, da gearbeitet. Das Gehalt, was er verdient, hat er einen Teil für sich genommen und zusätzlich noch in die Firma reingesteckt. Heute sind da Milliardengewinne dahinter, aber dass so eine Basis am Anfang erforderlich ist, das will oft niemand wissen. Hier wird die Realität gezeigt und es ist einfach so, es ist hart, aber möglich. Und lies die 5 Bücher durch. Lass mich doch in den Kommentaren wissen, welche sind denn deine 5 Lieblingsbücher, die du 2020 mir empfehlen würdest, die ich lesen soll. Bin ich echt mal gespannt, was ihr sagt. Ich bestelle jedes Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Jedes. Und lese es dieses Jahr. Versprochen. Also, macht's gut. Viel Erfolg euch. Viel Spaß beim Lesen.